Mit dem Wachstum der Menge an LKWs und deren Gewicht sind die Ansprüche und Bedingungen für die Befahrbarkeit der Straßenbeläge komplexer geworden, besonders für die Straßenbeläge, die auf der Basis organischer Bindemittel basieren und diese jetzt entsprechende Gegenmaßnahmen erfordern. Das Hauptproblem ist die Verformung der Straßenasphaltdecke, die aus herkömmlichen Bitumen besteht, die durch die hohe Belastung der einzelnen Achsen und der hohen Verkehrsdichte beansprucht wird. Um eine zuverlässige und langlebige Asphaltdecke zu gewährleisten, setzt man derzeit modifizierte Bitumen mit Polymeren ein. Globcore GmbH hat die Anlage UMBP für die Bitumenmodifikationen für den Durchflussprozess entwickelt. Die Beförderung dieser Anlagen kann durch jedes Kraftfahrzeug getätigt werden. Die Anlage lässt sich einfach in Betrieb nehmen und ist schnell einsatzbereit. Die UMBP-Anlage besteht aus Modulen und Baugruppen, die auf einem Rahmen montiert sind. Ein weiterer Vorteil dieser kompakt geplanten Anlage ist, dass nur zwei Arbeiter benötigt werden, um die Anlage zu bedienen. Die Anlage ist mit einer Förderschnecke für die Regulierung der Menge des Polymers ausgestattet. Zu Beginn des Vorgangs wird das Polymer durch den Bediener aus den Beuteln in den Trichter geschüttet und danach befördert die Schnecke das Polymer weiter in die Mischkammer. Zu dem Polymer in der Mischkammer wird Bitumen, das vorher auf eine Temperatur von 180 Grad Celsius erwärmt wurde, mit einer separaten Pumpe und noch zusätzlich Weichmacher und Klebzusatzstoffe mittels einer Dosierpumpe hinzugeführt. Das Polymer wird mit dem Bitumen benetzt, wodurch das Polymer gleichmäßig im Bitumen verteilt wird. Danach wird die Masse in einem hydrodynamischen Mischer homogenisiert und zur weiteren Zermahlung der Kolloidmühle zugeführt. Abhängig von der erforderlichen Polymerkonzentration im Bitumen ist der Bediener in der Lage, die Drehzahl der Förderschnecke zu regulieren und dadurch die zugeführte Polymermenge vorzugeben. Die weit verbreitete Verwendung von modifizierten Bitumen anstelle von herkömmlichen erklärt sich durch die perfektionierten Eigenschaften. Polymerbitumen haben einen großen Betriebstemperaturbereich. Der Unterschied zwischen der Erweichungstemperatur und der Sprödigkeitstemperatur beträgt bis zu 100 Grad Celsius, bei konventionellen Bitumen bis zu 60 Grad Celsius. Asphaltbeton, der mit Polymerbitumen hergestellt wurde, weist aufgrund der hohen Elastizität eine hohe Verformungsbeständigkeit auf. Außerdem wird des Weiteren der Alterungsprozess deutlich verlangsamt.